Du brauchst nur dieses Video verstehen, um dein Musikmarketing auf Vordermann zu bringen. Ich werde dir in diesem Video 5 Tipps mitgeben. Und wenn du diese 5 Tipps verstanden und gemeistert hast, dann brauchst du nie wieder Input zum Thema Musikmarketing. Das solltest du also nicht verpassen. Wenn du Künstler bist, der mehr Reichweite will, der mehr Leute mit seiner Musik erreichen will, dann ist dieses Video ein Must-See für dich. Wie gesagt, das sind die einzigen 5 Tipps, die du brauchst, um dein Musikmarketing auf Vordermann zu bringen. Fangen wir direkt an mit Tipp Nummer 1 und der ist, du musst deine Zielgruppe verstehen. Und das ist das, den Fehler, den die meisten Künstler nicht machen, sie machen keine Zielgruppenanalyse. Also wenn du nicht weißt, wer hört deine Musik, wie tickt der, was sind die Interessen deiner Musikhörer, was sind es überhaupt für Menschen, was für eine Zielgruppe erreichst du überhaupt mit deiner Musik. Wenn du da keine genaue Antwort drauf hast und nicht genau weißt, welche Menschen deine Musik hören, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Also das ist wirklich die Basis für jedes Musikmarketing, allgemein für Marketing natürlich, aber für dich als Künstler, um deine Reichweite aufzubauen, um eine Fanbase zu vergrößern. Du musst deine Zielgruppe verstehen, du musst eine Zielgruppenanalyse machen. Wir machen das beispielsweise auch in unseren Coachings zuallererst zu Beginn, damit du ja deine Musik-Zielgruppe verstehst. Also Punkt Nummer 1, kommen wir zu Punkt Nummer 2. Nachdem du deine Zielgruppe verstanden hast, musst du da auch die Beziehung halten. Also du musst die Nähe zu deiner Zielgruppe stärken. Also die Beziehung, die Bindung. Du hast nachher beispielsweise, du hast jetzt deine Zielgruppe verstanden und hast auch schon mal die ersten ein paar tausend Follower auf, sagen wir Instagram, aufgebaut. Du musst jetzt damit arbeiten. Du darfst jetzt nicht darauf dich zurücklehnen, wenn du die ersten paar tausend Follower hast und die überlegen, ja, wie kriege ich noch mehr Fans? Nein, du musst zuallererst diese Beziehung zu den Leuten, die dich schon kennen, musst du halten. Durch Content, durch Stories, durch Umfragen, durch Nachrichten, auch wirklich mal mit jedem einzelnen Fan schreiben, ihn verstehen, wie er tickt und die Beziehung zu bauen, weil das ist wirklich dein größter Mehrwert. Wenn du eine gute Beziehung, eine starke Fanbase hast, ja, dann hast du wirklich schon sehr, sehr viel gemeistert und dann wird alles andere, was danach kommt, viel, viel einfacher fallen. Also wie machst du das? Du machst es zum Beispiel, indem du auch sehr emotional bist in deinem Social Media, dass du auch Emotionen teilst und auch mit Emotionen arbeitest. Also bring deine Fans zum Lachen, bring deine Fans zum Weinen, unterhalte sie, sei lustig, sei spannend und so stärkst du die Beziehung. Außerdem stärkst du die Beziehung durch Frequenz, also viel posten. Wenn du viel Zeit mit deinen Leuten verbringst, indem du zum Beispiel viele Stories machst, Livestreams machst und wirklich da auch Zeit reinsteckst, in deine Community, dann wird sich die Bindung stärken und deine Fans werden dich immer mehr auch unterstützen und hinter dir stehen. Extrem wichtig. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3, den ich dir mitgebe und zwar, du brauchst eine Content-Strategie. Du musst dir also überlegen, ja, was poste ich und wie poste ich es, wann poste ich, dass ich wirklich guten Content für meine Community liefere. Also da zählt zum Beispiel auch die Frequenz, also wie oft postest du. Dann natürlich auch der Inhalt. Was postest du? Wie kannst du Storytelling machen, Geschichten erzählen, Unterhaltung bieten, dass du ja auch genau weißt, wann du was postest und was das auch bei deinen Fans, bei der Reichweite auswirkt. Nur mit einer guten Content-Strategie wirst du natürlich auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit haben und auch überhaupt Reichweite aufbauen. Also mach dir Gedanken zu deinem Content und eine gute Content-Strategie überlegt sich zum Beispiel schon mal Wochen im Voraus, was ich dann und dann poste. Also sei nicht so, dass du dir erst am Tag überlegst, okay, was poste ich heute? Nein, du musst bei einer Content-Strategie dir schon Gedanken machen, was poste ich in 4 Wochen? Nur dann hast du eine gute Content-Strategie. Hier zum Content noch ein wichtiger Tipp. Bitte unterscheide auch das Thema Werbung versus Unterhaltung. Weil viele Künstler machen auch den Fehler, dass sie dann einfach auf ihrem Social Media immer wieder Werbung machen für ihre Musik. Zum Beispiel, dass sie dann einfach nur posten, hier neuer Song ist online, streamt das auf Spotify, schaut es auf YouTube ab an, bitte unterstützt mich. Das ist Werbung, das nervt die meisten Menschen. Musst du natürlich zwischendurch auch machen, aber das sollte nicht dein Hauptbestandteil deiner Content-Strategie sein. Mit Content meine ich eher den Punkt Unterhaltung. Also welche unterhaltenden, lustigen, witzigen, spannenden Videos kannst du posten,
um deine Community wirklich zu unterhalten. Das ist viel, viel wichtiger. Unterhaltung sollte 80% auf deinen Profilen sein, Werbung maximal 20%. Tipp Nummer 4, den ich dir mitgeben kann, ist, du musst schlau sein im Monetarisieren deiner Musik. Also du musst verstehen, wie das Musikbusiness funktioniert und wo du wirklich nachher Geld mit deiner Musik verdienst. Also sei schlau, denk weiter, denk um die Ecke, informier dich, hol dir Experten, Coaches, die dich beraten darin, wie du wirklich mit deiner Musik auch Geld verdienst. Ich habe zu diesem Thema auch wirklich ein extra Video gemacht, Finanztipps für Musiker, das auf diese Materie Monetarisierung deiner Musik nochmal genau eingeht und dir genau auch hilft, wie du ja letztendlich diese Strategie verbesserst. Also schau dir das Video gerne an. Generell aber der Tipp, sei schlau im Monetarisieren deiner Musik und mach nicht den Fehler, dass du denkst, mit Streaming wirst du reich. Das ist nämlich falsch. Wenn dich das also mehr interessiert, gerne zum nächsten Video. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist, du musst dich weiterbilden. Bilde dich stetig weiter, denn Social Media, Online-Marketing, generell auch die Musikbranche, die entwickelt sich so schnell, so krass schnell, dass du da, wenn du jetzt noch überlegst, eine Strategie von vor 2 Jahren zu machen, dann wirst du damit nicht erfolgreich. Du musst dich also stetig informieren. Was ändert sich am Instagram-Algorithmus? Was ist die beste Social-Media-Plattform? Was für eine Content-Strategie kann man machen? Du musst also immer on point sein. Du musst dich immer mit weiterentwickeln. Du darfst nicht auf dem Wissen von vor 2 Jahren dich ausruhen. Das heißt, ich empfehle dir, beispielsweise abonniere diesen YouTube-Kanal hier, damit du hier keine Videos verpasst, weil ich gebe dir hier immer den aktuellsten Wissensstand mit. Oder wir haben auch E-Books. Ich verlinke dir hier E-Books zu den aktuellen Themen, die dir helfen, deine Musik-Marketing-Strategie zu verbessern. Da gebe ich dir noch einige Infos, verlinke ich hier unter dem Video. Oder hol dir Coaches, Berater, Experten, von denen du 1:1 immer das beste Wissen von den besten, erfolgreichsten Musikern aus der aktuellsten Zeit quasi mitzubekommen. Auch das bieten wir an. Also auch hier kannst du dich mal auch kostenlos von uns erst beraten lassen. Wir unterstützen dich dabei. Also das ist der 5. Tipp. Bilde dich weiter, entwickle auch dein Wissen weiter zum Thema Musikmarketing, Social Media und dann ja, wirst du immer gut am Start sein. Das waren die 5 Tipps. Wenn du die 5 Tipps, wenn die dir gefallen haben, klick gerne mal auf Like. Ansonsten gerne mal Rückfragen hier unten in die Kommentare. Und ich kann dir sagen, wenn du diese 5 Tipps verstanden hast und umsetzen kannst, ja, natürlich musst du auch mehr in die Tiefe auch verstehen, was diese Tipps bedeuten, was diese 5 Punkte, wie du die konkret umsetzt. Also wenn du diese 5 Tipps umsetzt, gemeistert hast und verstanden hast, auch wirklich in der Tiefe, dann ja, hast du dein Musikmarketing gemeistert. Mehr brauchst du nicht, diese 5. Und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.